Servus und grüß Gott. Heute bin ich wieder unterwegs in Oberstdorf, diesmal wieder mit meiner lieben Freundin Agnes von Bergsport. Ja, wir gehen auf Sundowner Tour. Wohin, verraten wir euch später oder werdet ihr später sehen. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss, aber das verraten wir euch noch nicht, oder? So schaut's aus. Und jetzt starten wir unseren grenzenlosen Reichgenuss. Einen kleinen Zwischenstopp am Rengsteg, weil, wie die aufmerksamen Betrachter unter euch schon gesehen haben, sind wir mit etwas ganz Besonderem hier unterwegs. Womit sind wir heute am Start, Agnes? Ja, wir haben heute zu unserer Sundowner Tour unsere Issimos dabei. Das sind unsere kleinen Cruiser aus Italien, ganz neu bei uns jetzt hier im Allgäu. Und Jasmin darf das jetzt mal mit mir ausprobieren. Freue mich! Das war unser kleiner Ausflug mit dem Issimu in die Spielmannsau zur Sennalpe Oberau. Super lecker, wir haben einen tollen Abend gehabt. Und ihr wisst ja, wie immer kommt das Beste zum Schluss und das verrät euch Agnes. Wir haben diesmal etwas überlegt mit der Frau Berg schon zusammen. Jetzt haben wir unsere Issimus heute vorgestellt und als kleines Zuckerl gibt es für euch fürs Anschauen vom Video, fürs Folgen von Frau Bergschön und fürs Folgen von Bergsport Ja auf Instagram oder Facebook ein Gewinnspiel. Und zu gewinnen gibt es 2 von diesen tollen Issimus für einen ganzen Tag einzulösen bei Bergsport Ja. Wenn ihr nur einen netten Kommentar da lernt, dann darf mir ist das sehr drüber freuen. Also ab in Lostopf. Check it out! Wir haben hier ein Issimo Fun, ein Spaßgerät, wie es im Bilderbuch steht. Gemütlich zum Kaffee trinken, zum Eis essen, auf lässigen Wegen, taleinwärts, talauswärts, auf dem Illerdamm hoch und runter. Also einfach ein cooles, lässiges Spaßgerät. Tiefer Einstieg, kleine 20 Zoll Reifen, dafür sehr breit, großzügiger, bequemer Sattel. Wir haben eine Nabenschaltung, 5 Gänge, haben eine 5-fache Tretunterstützung, hat einen starken Motor von Barfang, M500 heißt der, und es gibt wirklich Gas. Wir haben Unterstützung bis 27 km/h, also fahren wir auch locker jedem normalen E-Biker davon.